Frage der Woche. Sagen Sie Berliner oder sagen Sie Pfannkuchen? Und was halten Sie von dieser Diskussion, die es dazu gibt? Ich sage Pfannkuchen, weil ich das so gewohnt bin, seit Kindesbein. Ja, ich sage Pfannkuchen dazu. Ich habe es so gelernt. Ich komme gebürtig aus der Nähe von Rostock. Und bei uns um uns ist ein Pfannkuchen. Ja. Ich sage Pfannkuchen. Ich bin mit dem Pfannkuchen groß geworden. Berliner, das ist eigentlich nicht üblich. Wir sagen Pfannkuchen, ne? Ich sage Berliner, kenne ich von der Sache her den Namen, weil unsere Kinder in Berlin wohnen. Aber Pfannkuchen ist viel besser und typischer. Wir sagen Pfannkuchen. Wir sind ja nicht keine Berliner. Wir sind ja Brandenburger. Ich sage eher Pfannkuchen, aber ich glaube, es ist auch in der Region hier so üblich. Ich weiß auch, dass es anderswo noch anders genannt wird, also Krapfen oder so. Ich glaube, es ist dann eher in Westdeutschland. Und ich finde die Diskussion okay. Ich meine, Brötchen wird auch überall anders genannt. Also von daher, man muss nur wissen, was gemeint ist.